Diese Blumen stehen also für jedes Bundesland eine Pflanze. Blumen für die Präsidentin. Abschiedsgeschenk der Treuhanddirektorin für Birgit Breul. Karl-Heinz Rüssberg, von Beginn an dabei, soll sie nach 4,5-jähriger Zusammenarbeit überreichen. Rüssberg hat die Arbeit der Treuhandanstalt wesentlich mitgeprägt. Ein Rückblick. Schwerin im Oktober 1990. Ausgerechnet in der Karl-Marx-Straße sollte Karl-Heinz Rüssberg die Treuhand-Niederlassung aufbauen und die Sanierung oder Privatisierung der Ostbetriebe organisieren. Die Treuhand erlebte hier einen beispiellosen Ansturm von Investoren, Alteigentümern und Geschäftemachern. Wenn man das rückwirkend betrachtet, mache ich mir den Vorwurf, dass ich nicht als erstes mal die Bude abgeschlossen habe und mir alles angeguckt hätte. Ich hatte nicht die Zeit. Die Leute standen zwei, drei Reihen das ganze Treppenhaus hoch und haben uns eigentlich erdrückt. Die Sekretärinnen sind geflüchtet. Niemand konnte dem enormen Druck an Menge, an Intensität, an Frechheit und an Post, wäschekörbeweise jeden Tag, ohne Hilfsmittel, ohne vernünftige Telefone, Fax überhaupt nicht, Telex existierte zwar, war aber nicht angeschlossen. Neue Zeiten, neuer Geschmack. Doch die Methoden westdeutscher Unternehmen waren teilweise mehr als rüde. Mit allen Mitteln brachten westdeutsche Lebensmittelketten den DDR-Einzelhandel unter ihre Kontrolle, sicherten sich zeitweise eine Monopolstellung. Fast alle Betriebe produzierten nach der Währungsunion radikale Verluste. Statt zu sanieren, setzte die Treuhand meist auf eine rasche Privatisierung. Arbeitslosigkeit und oft geringe Verkaufserlöse waren die Folge. Für Kritiker ist diese Treuhandpolitik auch heute noch eine verpasste Chance. Der schlimmste Fehler, der begangen worden ist, besteht darin, dass man die Aufgabe der Treuhandanstalt nicht überwölbend als eine Sanierungsaufgabe verstanden hat. Dies Privatisieren um jeden Preis, unter Inkaufnahme auch von Preisverfall, von schlechten Bedingungen, von extrem hohen Zuschüssen, unter Inkaufnahme sehr, sehr unsicherer wirtschaftlicher Bedingungen. Sie gucken Sie doch die hohe Zahl der Firmenzusammenbrüche an. Das, glaube ich, war eine Torheit. Wir hätten niemals die Mittel, auch nicht die Experten, aufbringen können, in der Vielzahl von 8.000 großen Kombinaten und 14.000, 15.000, 16.000 Betriebsteilen und vielen Grundstücken, das alles ordentlich zu sanieren, denn wir waren nicht Weltmeister in jeder Disziplin, vom Hotel bis zum Schwermaschinenbau und von der Landwirtschaft bis zum Lebensmittelmaschinenhersteller. Pressekonferenz für die letzte Privatisierung in Schwerin. Von allen Niederlassungsleitern war Karl-Heinz Rüssberg der schnellste. Schon im Juni 1992 konnte die Treuhand in Schwerin feierlich das operative Geschäft beenden. Anderswo lief es weniger glatt. Nach zahlreichen kriminellen Privatisierungen durch korrupte Treuhandmitarbeiter sollte schließlich Rüssberg ein Jahr später in der Niederlassung Halle aufräumen. Serienweise hatten dort kriminelle Treuhandbetriebe gekauft und ausgeplündert. Wie waren solche Machenschaften möglich? Man muss sagen, die Kontrollsysteme bei der Treuhandanstalt haben nicht funktioniert. Also es ist für mich eine Tatsache, dass zum Beispiel diese Bonitätsprüfung, die ja erforderlich war, um einen Investor zu prüfen, ob er denn der Richtige war für einen Vertragsabschluss, dass die nun überhaupt nicht funktioniert haben. Und wir haben einige Skandalfälle dieser Art uns angeschaut, die wirklich verheerend sind in ihren Auswirkungen, sowohl was den finanziellen Hintergrund eines Investors angeht, was die vertragliche Gestaltung angeht, das heißt, es werden also dann Verpflichtungen zwar auf dem Papier in irgendeinen Vertrag hineingeschrieben, da können Sie noch so schöne Millionen Verbindlichkeit in den Vertrag hineinschreiben. Wenn Sie dann keinen haben, in dessen Vermögen das notfalls vollstreckt werden kann, taucht der schönste Vertrag nicht. Insgesamt 85.000 Privatisierungsverträge gehören zum Vermächtnis der Treuhand. Werden die Kaufpreise bezahlt, die zugesicherten Investitionen getätigt, die Arbeitsplatzgarantien gehalten? Das zu kontrollieren wird Aufgabe einer von vier Treuhand-Nachfolgegesellschaften sein, der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, der BVS. Dann erst, in 2 bis 3 Jahren, wird eine realistische Bilanz der Treuhandarbeit möglich sein. Wird sich zeigen, ob die Privatisierung der Deutschen Waggonbau AG, eine der letzten Treuhandaktionen, ein Erfolg oder ein weiteres Plattmachen war. Und was wird aus den Privatisierern der Treuhand? Ich habe, weil die Zeit der Treuhandanstalt endlich ist, eigentlich vor,
mich selber zu privatisieren. Und es ist also eine Lösung im Gespräch. Denn der Privatisierungsprofi Rüssberg will sich selbst verkaufen. Vielleicht sogar an ein von ihm vor Jahren schon privatisiertes Unternehmen.